So wird um 10 Cent. Ja, 10 Cent sind 10 Cent pro Packerl. Wahnsinn, oder Frechheit, Alter. Bald ist die schon für ein Packerl 10 Euro wahrscheinlich. Für ein Packerl aber. Bist deppert, Alter. Bin zwar, ich merk's halt beim Shisha-Tabak. Das ist ein Wahnsinn. Die wollten sowieso den 31er machen. Die haben jetzt sowieso auch den, bei den Deutschen haben sie den richtig Hardcore 31er gemacht. Du kennst es eh, du kaufst dir die Dose, dies, das, jenes. Jetzt wollen sie das aber so machen, dass du nicht mehr die Dose kaufen kannst. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel Gramm in einer Dose ist. Müsste ich jetzt nachschauen. Ich glaube 250 Gramm oder irgendwas oder 300. Ich glaube, das sind 250. Aber das Beschissene ist daran, und es ist hardcore-mäßig beschissen, die wollen das dann nicht mehr in die Dose. Die wollen das dann ganz, ganz anders machen. Okay, wollte gerade sagen, wollten die mich jetzt attackieren oder was? Oder? Na, Gott sei Dank nicht. Das ganz Geschissen ist halt einfach jetzt. Sie machen das wie bei einem Chickbackerl in Deutschland. Und du hast dann quasi gerade noch für einen Kopf oder für eineinhalb Köpfe. Kannst du die dann einbauen. X. Das ist ein Scheißdreck, oder? Da musst 20 Backer von dem Scheißdreck kaufen. Allein schon, oder umweltfreundlich, ist da mal definitiv gar nichts daran. könnte man sich beschweren, was ist da umweltfreundlich, ja? Aha. Gibt's ja nicht. Urbehindert, Alter. Damit, Alter, da bin ich teilweise über 2-3 Monate auskommen oder vielleicht sogar ein halbes Jahr. Jetzt, oder kannst du jede zweite Woche einen eigenen Scheißdreck da holen. Das ist ja ein Urverbrechen, Alter. Das Geschissene ist jetzt, die Deutschen sind ja nicht deppert. Zwar ein bisschen deppert, so deppert wie ich aber nicht, aber sie machen den 31er. Die kaufen jetzt alles über Österreich ein. Würde ich auch machen. Ja, noch teurer, das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Das wird, der ganze Scheißtrick wird noch teurer. Weil sie das alles über uns auch noch kaufen. Erstens das. Weil der Markt sich dann umso mehr profitabler ergibt und diese einzelnen Dinge auch noch zusätzlich. Das ist ja Wahnsinn, oder? Das ist wirklich ein Wahnsinn, oder? Nur damit Vater Staat mal wieder richtig schön brav Geld reinbringt in die Kasse. Wahnsinn. Frechheit. Jetzt bin ich aber gespannt, was er mir da für einen Weg zeigt. Ich bild mir ein. Bild mir jetzt aber ein, dass ich da hätte bei der Brücke aber auch durchreiten hätte können, gell? Ja, locker. Wo willst du, dass ich hier reite? Haferer. Das schau ich mir jetzt aber an. Das schau ich mir jetzt aber an. Wo? Ah, jetzt hat er eh checkt gehabt, dass es ein falscher Weg ist. Tja. Wahnsinn. Scheiß GPS. Na gut, reit mal wieder zurück. Oder? Na, er schickt mir am Arsch der Welt, der Haverer. Er schickt mir am Arsch der Welt. Das ist ein Witz. Na gut, let's go. Schauen wir, dass wir da wieder zurückkommen, dass wir auf die Brücken da wieder hinkommen. Sehr was Reisender. Da brauchen wir eh nichts von ihm. Obwohl das ein oder andere. Nee, besser nicht, besser nicht. Kauf dann wieder nur ein Plätzchen, ne? Besser lieber nicht. Auf Zeiten da, ihr Geschissenen. Weit durch, oder so scheißen geh. Oh, kann auch noch mal durchreiten. Super. Ich sag's dir, der Spiel hat mehr Fehler als wie vorher. Kein Durchgang. Oh, so hast du auch keinen Durchgang, Alter. Bist du deppert? Na, warte, na, ich sag dir schon, ob es einen Durchgang gibt oder nicht. Kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen, oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Wollen wir jetzt aber auch. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, ja, voll! Ah, scheiß Asterix und Obelix, Alter. Oh, Mann. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus?
Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Bis dann. War mal wieder ganz schön nett. Ich bin ja nicht deppert. Lass mal kurz was probieren. Am Schluss kann man mich da zwar noch auslachen, aber ich probiere jetzt einmal was. Ich bin jetzt vielleicht ganz, ganz deppert. Vielleicht werde ich auch ausgeworfen, kann auch alles relativ gut möglich sein. Ich probiere jetzt einmal was. Nennt's mich deppert. Sie haben alle Schätze von Hüsima geplündert. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt mache ich den Hardcore 31er und das würde mich jetzt aber interessieren. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. 3 Pfund Stahl, jo genau. Mit einem Trichter auch noch, bitte, danke. Na, vielleicht bin ich jetzt ganz deppert, aber ich versuche was. Mach jetzt den Hardcore 31er und schwimme einfach rum. Was wollen die machen? Wollen sie mich wieder raushauen? Digga, wenn ich da rein will in diese scheiß Stadt, dann komme ich auch in diese scheiß Stadt. Aber jetzt sind schon ein paar Wächter, die schaut so deppert, da ist am Scheißen gehen. Was wollen die machen? Wollen die mich hier raushauen? Fick ab, Alter, fick ab. Lang lebe Radovid. Da sind aber viele Wächter hier am Start. Gefährlich. Gefährlich. Aber bei der Tafel immer wieder vorbeischauen. Immer wieder. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier die Weisheit. Ah, da kann ich mir nicht rein. Ah, da geht's ab in der Stadt. Büste. Patschische. Hey Daniel. Ah, Schmied haben wir dann auch noch am Start. Sehr gut. Na hallo. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Oh, Mietz. Ich hab so das Gefühl, dass die uns wieder anfochen wird. Ist aber lieb. Diesmal einmal keine Anfochere. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Erbärmliches Leben. Na gut. Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann? Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Voll? Voll, definitiv. Ihre Geschichte will ich jetzt mal unbedingt wissen. Weil der Haver erzählt ja immer nur teilweise einen Scheißtrick. Jetzt bin ich gespannt. Erzähl. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. Ah, wie nett. Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug. Und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Huh. Aber nö, ich hab sie nie geschlagen. Alter, der ist ein Wahnsinn, Alter. Bock hab ich überhaupt nicht. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber
Ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Na gut. Sie wird eher den Bauch aufschlitzen, bist der Bobby. Geil, geil. Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Ja, definitiv. Wenn dann gerade wegen der Mutter, dann weiß sie wenigstens irgendwas, weil der Avar hat ja auch nicht wirklich was erzählen können. Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Achso, ja, voll haben wir ja schon gemacht gehabt mit der Geschichte. Wollte sicher gehen. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Frage mir jetzt aber auch. Was ist du bitte für Freund? Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Oha, ewigen Feuers? Okay. Hör mir jetzt ehrlich gesagt auch gerade. Aktuell zum allerersten Mal. Interessant. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer? Sie ja. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Frage mich jetzt aber auch gerade, Herr Stavra, wer bist du? Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden, Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen? Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Hm, wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Naja, also der Baron ist einmal definitiv verzweifelt. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen.
Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Hoffentlich weißt du, was du tust. Ich war mir noch nie so sicher. Das ewige Feuer ist das Beste, was mir passieren konnte. Wenn das so ist, viel Glück. Vielen Dank, dass du meine Wahl akzeptiert hast. Mach's gut. Ich habe eher so das Gefühl, dass es eine scheiß verfickte Sekte ist. Dieses scheiß ewige Feuer. Miau. Miau, miau. Ich habe eher so das Gefühl, dass es wirklich eine scheiß verfickte Sekte ist. Aber ja, jetzt wo die Dame des Hauses ja eh nicht mehr da ist und der Herr des Hauses, muss ich mir dezent mal die Beine vertreten hier in dieser Wohnung. Ich muss mal ganz kurz einmal so mir die Raumausstattung hier mal anschauen, weil ich könnte mir vielleicht ja auch diese Wohnung kaufen, weißt du, weil ich muss nur mal ganz kurz mir mal alles explizit anschauen, ob ich mir vielleicht sogar die Inneneinrichtung mir so nehmen könnte. Bücherwurm. Aber gut. Alter, gleich 10 verschiedene. Du bist du deppert. Bücher, Alter, leck mir mal. Ah, Schatzsuche. Sehr gut. Katzenschulen. Okay. Bist du deppert. Wieder Totenschädel. Na, danke. Ich würde gern, die vorige Mission, da würde ich mal wieder gehen. Aber ich schau mich da gern noch um. Steppert, weißt du, wie gut wir die Sachen dann wieder verkaufen können? Ja, Businessman, Haverer. Ich bin ein richtiger Businessman. Man muss schauen, was wir verkaufen können und was nicht. Der steht auch einfach nur so da. Der Deppert, der Bauer. Er steht einfach nur so da und lässt sich einfach berauben. Der Urfalltrottel. Nicht, dass er wenigstens irgendwas sagt. So, ja, aber das kannst du aber nicht machen. Jetzt bin ich aber gespannt, was für ein Level Scheiße hier sein könnte. Warte, da, wir sind noch lange nicht fertig, Burli. Wo ist der Hinterausgang? Nein. Hinterausgang und der ist genau abgesperrt. Da hätte es genau das Beste vom Besten wahrscheinlich geben. Safe! Safe! Okay, gerade dass der mit seiner Windel da spazieren geht. 29, na schau. Aber wir sind leider mit dem noch nicht fertig. Leider. Mhm. Aber gibt's nicht zufällig da irgendwo einen Schmied oder irgendwas? Wäre. Kein Geld, Chef. Das ist sehr, sehr praktisch gewesen, ja. Da haben wir eh schon was, Boah, der Schmied hat sogar eigene Hitten, Alter, nur schau dir das an. Das muss ein guter sein. So, kann ich da nicht rein? Wo kommen denn da rein, da? Servus, Chefe. Sei gegrüßt. Nanu, ein Hexer. Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach, das... Ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also, hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden noch von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst? Oh, Quent können wir mit dem spülen. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Na, zeig mal her, bist du öppert? Okay, das erste ist mal für den Arsch. Passt. Was für eine Stufe brauchst du da? 6. Dann schauen wir sich einmal das an. Schauen wir sich das einmal an, wie viel. Das gebe ich mal definitiv nicht her. Das gebe ich mal auch definitiv anscheinend nicht her. Ja, bist du aber Nummer 40er? Ist geil. Um ein 40er? Oha. Okay, zu dem Haverer gehe ich anscheinend dann doch ein bisschen öfters vorbei. Bist du aber nicht schlecht. Der gibt gut her. Der gibt sehr, sehr gut her. Ah, dafür... Wer weiß? Warte mal. Wie viel gibt er da? Ja, 16er, ja, meine Güte. Ich habe mir natürlich ein bisschen mehr erhofft, aber was soll's.
Wenn ich gesagt habe, heben wir sich das einmal auf. Handwerk. Das würde mich jetzt einmal definitiv umso mehr interessieren. Könnte man eigentlich im Prinzip machen. Dann müsste ich wieder zu unserem Lager gehen. Müsste ich wieder ein bisschen spazieren gehen. Ich dachte, wir haben mehr. Also vielleicht kann er nur nicht mehr machen. Das könnte möglich sein. Das könnte definitiv möglich sein. Bist du deppert? Okay, das ist aber... Okay, passt, nur die Waffe. Boah, immer schon doch gehabt für die ganze Ausrüstung. 200 Digi, das geht gar nicht. Du deppert, sind wieder Wucherpreise. Verbesserung entfernen. Oh, okay, damit... Aber kann ich vielleicht sogar zerlegen, ist eh klar, typisch. Verbessern gibt's aber nichts, gell? Na, verbessern leider nicht, schade. Na, da gehe ich dann lieber zu dem anderen. Da schaue ich dann lieber bei dem anderen, bei dem kleinen Schmied schaue ich dann lieber vorbei. Ja, safe. Aber ich gehe gerne mal mit einer Runde mit und spielen wir mal wieder ein bisschen Quent. Na, sieh ich an 10er, let's go! Oder uns dann 10er spielen nicht! Ohne und dann 10er spielen mal safe nicht, kann scheißen gehen. Kurz mal durchschauen, ob wir nicht doch ein bisschen mehr gekriegt haben. Oder ob wir da überhaupt einmal spielen könnten. Na, gar nix. Ja, dann spielen wir mit dem Kartenset. Ist eh gut, das Kartenset. Sage ich jetzt mal nichts dazu. Es gibt natürlich Besseres. Viele gute Kombisachen, muss ich sagen. Ah, perfekt, ich habe genau sie gekriegt. Sehr gut. Das habe ich gehofft. Alter, wieso hat der 11 Karten gekriegt? Der Hundling. Wieso hat der 11? Der Hund. Der hat einfach mal 11 Karten gekriegt. Das ist Digi. Ja, und da kriegt er mal jetzt sofort auch noch eine. Full Gas, super. Oh, der ist schon leibend unterwegs. Der ist sehr, sehr leibend unterwegs. Gibt's hier gern Doppelten. Okay. Mir geht's schon wieder gut. Du hast da zufällig auch für Fernkampf zu einem Chestrick am Start. Ganz, ganz zufällig. Ja, ich kann eigentlich quasi nur mit den Doppelten halt quasi was machen. Alter, das ist ja das. Der haut sich immer mehr und mehr neue Leute dazu. Das ist ja das Geschissene. Ich werde mich aber mit dem spielen. Ich werde mich aber noch ein bisschen mit dem spielen. Definitiv. Er hat 6 Karten. Am liebsten... Ja, die will ich mir aber aufheben, die Karte. Die will ich mir definitiv aufheben. Ja, die unnötigste Karte, gebe ich ein bisschen was dazu. Vielleicht tut er jetzt auch schon passen. Ja, wenn ich jetzt mitgehen würde, na, vergiss. Passt, tut mir gleich passen. Aber ich kann mir relativ gut vorstellen, dass er mit den 6 Karten noch so einiges rausholen kann. Noch so einiges. Okay, da kann er die ganze Zeit hin und her switchen. Ich hätte mal gesagt, beginnen wir mal mit den 2 Doppelten. Ich will sie noch nicht ausnutzen. Ich will mal schauen, was er vorhat. Mit was für einer Taktik er da durchgeht. Boah. Das ist bitter. Das ist bitter. Im Endeffekt, irgendwas muss ich tun. Er hat mich so richtig an den Eiern, aber so richtig. Er hat mich so richtig an den Eiern. Bist du deppert? Aber. Ja, sind wir wenigstens auf 16 und dann können wir passen. Aber die 3 Karten, was der Haverer noch hat, gefährlich, ganz, ganz gefährlich. Wenigstens, ja, es ist wenigstens so eine halbwegs gute Karte. Ich bin am Zug auch noch, ne? Da kann ich es jetzt schon wieder vergessen.
Der wird dann nur die ein oder andere, ja, ich sag's ja, die ein oder andere Karte dann noch rausholen. Ich bin am Arsch. Nur zwei Jahre, das ist einfach nur Schmutz. Ja, okay, Alter. Noch so zwei Haverer, na vergiss, Alter. Vergiss mich. Na, du kannst gleich spür auf, geh mich wirklich wieder von euch. Digga, nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht, gleich noch eine Runde. Und wieder, dann sehe ich ja wieder einen Zehner, hallo. Ich will das Geld wieder reinkriegen. Das gehört wie eine Krieg. Nehme ich mal sicherheitshalber nochmal. Ja, so einen doppelten Haverer. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal nachschauen. Ah, das war Fern. Das andere ist. Ist das das? Nee, das ist Fern. Ich würde das für die Belagerungen weghaben. Nahkampf. Da, Belagerung. Dann gebe ich das weg. Ja, machen wir noch eine Runde. Freue mich schon wieder. Das ist ein guter Gegner. Aber der holt sich viele Doppelte. Das ist ja das Gefährliche. Holt sich sehr, sehr viele Doppelte. Und da muss ich mal mithalten können. Die ganzen Doppelten. Tante haben wir leider nicht gekriegt. Aber vielleicht haben wir noch Glück. Vielleicht haben wir noch ein Glück. Die erste Runde können wir sowieso nicht gewinnen. Das ist eh klar. Und? Und? Haben wir einen Klick? Haben wir einen Klick? Ja, wir haben einen Klick. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lass ihn ruhig, lass ihn ruhig, lass ihn ruhig spielen. Soll er ein bisschen deppert sein, soll er ruhig ein bisschen deppert sein. Lass ihn ruhig spielen, wir benutzen einfach irgendwelche Karten jetzt. Und was wir sowieso für später dann nicht wirklich brauchen, dann für die nächste Runde. Damit er quasi, sagen wir es mal so, jetzt nicht so ganz gezwungen wird, aber so halbert. Sagen wir so halbert gezwungen wird auf. Kann ich eigentlich auch wieder zurückholen? Na. Nee, dass er dann wieder gezwungen wird zu passen, weil er dann eh glaubt, so, oh, wir sind eh übelst mächtig, scheiß drauf. Quasi. Soll er ruhig passen, der Havra. Oder soll er sich ruhig austoben? Kein Thema, kein Thema. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen deppert. Bin ich jetzt ein bisschen deppert, aber tue ich mit Absicht jetzt passen. Der hat sowieso noch 6 Karten, oder? Mit die 6 Karten kann er 20.000 Leute wiederbeleben. Das ist ja das Geschissene. Plötzlich hat er mal so einen 10er in der Tasche. Digga! Einfach mal von heute auf morgen einfach mal so einen 10er auf der Tasche. Digga! Den hat er vorher noch nicht gehabt. Das ist scheiße ernst jetzt, so? Überleg grad. Nee. Gebe ich lieber den Bogenhaverer weg. Ja. Gebe ich lieber den Bogenhaverer weg. Passt. Jetzt. Jetzt wird's dann interessant. Jetzt steht's 1-1. Jetzt wird's interessant, wer die besseren Karten hat. Jetzt wird's ganz, ganz interessant. Jetzt. Volle Batterie oder voll. Jetzt wird's wichtig. Jetzt wird's richtig wichtig. Aber vielleicht schon. Ich habe ein gutes Gefühl gerade bei der Partie. Und dann, euer BAM, oder rasiert er mich komplett. Und fickt mich, oder bis zum Gehnimmer. Ja, wenn er da wieder. Der kann zwei Karten ziehen. Ah,
das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet. Dass der jetzt die Karte dann noch rausholen könnte. Wenn die verbrannt gewesen wäre. Wenn die genommen gewesen wäre. Havare, die hätte ich dann wieder zurückholen können, dann für ihn. Hätte ich beinahe gemacht. Jetzt geht's um jede einzelne Karte. Ich habe das Gefühl, dass die mich ein bisschen ficken wird. Die Sonnenkarte. Die wird mir ein bisschen eine scheißen, habe ich so das Gefühl. Was willst du jetzt mit gutes Wetter? Was ist mit dir? Ist das jetzt quasi so ein Arteiterer oder was? Ja, kommt jetzt was Gescheites zusammen, aber ich hab trotzdem. Wollte gerade sagen, so, ich. Hab noch die ein oder andere Angst. Dass der noch irgendwas ausnutzen könnte, weil jetzt hat er noch zwei Karten. Und jetzt kann er noch urviel rausholen. Aber, der Bistepper. Schon ein bisschen sehr übertrieben, meiner Meinung nach. Ja, dummer Pasten, ja, was willst du denn? Wenn er mich kriegt, dann kriegt er mich. Er hat 100.000 Mal immer die Doppler. Das ist ja das. Der kann jetzt eigentlich im Prinzip jedes Mal so einen Doppelten wieder zurückholen. Havara! Na Gott sei Dank. Glück gehabt jetzt. Digga! Nicht schlecht. Aber nur Kronen? Na, schade. Oder? Ja, doch eine Karte. Sehr gut. Haben wir wenigstens irgendwo Schnellreisepunkt? Das wäre super. Ja, hier geradeaus. Passt. Einmal ums Eck und tschüss, Papali. Ah, Wahnsinn, Alter. Herr Hundling, Alter, legt auf. Ich war mir schon sehr sicher, dass ich Meier gehe.